Und 1967 bin ich auf die letzte kleine Herde für die Tauernschäcken Ziegen getroffen. Das waren 5 Gas und ein Bock in einer schönen Färbung, in einer schäckigen Färbung, so schön. Und in einem glänzenden Sommerfell, so ansprechend, dass bei mir sofort der Funken übergesprungen ist. Wir befinden uns da inmitten der Pinzgauer Grasberge. Südlich sieht man also sehr schön die hohen Tauern und deren Ausläufer. Im westlichen Bereich sind wir begrenzt vom Hundstein und vom Klingspitz. Und auf der nördlichen Seite sieht man sehr schön das Saalfeldner Becken bzw. das Steinerne Meer und das Hochköniggebiet und auch das Gemeindegebiet von Dernten. Auf diesem schönen Fleckchen Erde sind unsere Ziegen im Sommer und ich bin der Meinung, dass also der Natur- und Kulturraum, dass es sehr wichtig ist, dass man den Steilflächen da mit Kleinwiederkäuern beweidet. Und da gab es eine Begegnung, ich denke, es ist ein bisschen über 20 Jahre her. Da habe ich im Abendprogramm einen Film über die Tauernschäcken gesehen und habe eigentlich schon beim Anschauen des Films gemerkt, wie ursprünglich und exklusiv diese Rasse ist. Und dann war ich schon am nächsten Tag am Telefon, habe den Hans Wallner herausgefunden und am Samstag, den übernächsten Tag, haben wir uns zusammen im Rauhäuser Tal seine Ziegen und die Ziegen, die es damals gab, und das waren sehr, sehr wenig, das waren 50, haben uns angeschaut. Er war sehr freundlich, aber es war nicht möglich, Tiere zu kaufen. Da mussten wir uns erst das Vertrauen von den Züchtern und speziell vom Hans Wallner erarbeiten. Aber es war dann so, dass wir die erste Ziege bekommen haben und dann ist eine Leidenschaft losgegangen, die bei diesen Tauernschäcken sich entwickelt hat. Es ist einfach die schönste und tollste Rasse, die es gibt, wobei die Ziegen natürlich vom Wesen her ohnehin ein besonderes Tier sind. Und schauen wir, wie es weitergeht mit mir und der Tauernschäckenzucht. Das malerische Rauhäuser Tal ist ein ca. 27 Kilometer langes Tal nördlich des Alpenhauptkammes. Den Talschluss bildet das Glocknermassiv bzw. der als Wetterstation bekannte Sonnenblick. Rauris ist mit ca. 25.000 Hektar die größte Gemeinde Salzburgs und gilt als touristisches Kleinod. Das Tal war im 15. und 16. Jahrhundert berühmt für seinen Goldbergbau. Damals wurde ein Zehntel des weltweiten Goldabbaus in Rauris getätigt. Zwei Seitentäler des Rauriser Tales, nämlich das Krummeltal und das Gorsbachtal, waren über viele Jahrzehnte die letzten Refugien der vom Aussterben bedrohten Rasse. Ihre Abgeschiedenheit und außergewöhnliche Naturbelassenheit ermöglichten das Überleben der letzten Muttertiere in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wir stehen jetzt am Fröstelberg in Rauris auf 1180 Meter Seehöhe. Das ist jetzt der Bettelhof, den was ich meine Frau und ich vor 11 Jahren gekauft haben. Meine Frau ist Zoologin und hat über die Tauernschäcken vor etlichen Jahren schon eine vielbeachtete Arbeit geschrieben, eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben. Aufgewachsen bin ich auf der drüben Talseite, auf dem Hochberghof, den sieht man da im Hintergrund. Der liegt auf 1250 Meter Höhe. Auf dem Bergbauernhof haben wir von der Tierzucht gelebt
Und das Gespräch am Familientisch war meistens dann für die Viecher. Und der Vater hat uns Buben schon früher eingebunden in alle Entscheidungen der Tierzucht. Was für Jungtiere, dass man auf dem Hof behalten und was für, dass man vielleicht verkaufen oder versteigern. Und hat damit die Kenntnis und die Passion für die Viechzucht bei uns Burschen sehr gefördert. Es war dann genau die Zeit, wo die meisten Bauern mit der Ziegenzucht aufgehört haben, aus den verschiedensten Gründen. Und so war es, ist mir zu einer Lebensaufgabe geworden, die Rasse zu retten und wieder aufzubauen. Die folgenden 20 Jahre ist dann fast bei mir allein gelegen, dass wir die Rasse wieder aufgestellt haben. Und wenn ich da drüben über meinen Heimathof nicht die Möglichkeit gehabt hätte, auf die Hochalmen die Viecher frei zu sämmern, wird es die Dauernschäckung heute wahrscheinlich nicht mehr geben. Anfangs die 90er Jahre dann sind dann unsere Meereszüchter in Erscheinung getreten. Und dann 1995 war eigentlich ein wichtiges Jahr, haben wir den Salzburger Landesverband für Schafe und Ziegen gegründet. Das war eigentlich noch ein direkter Turbo. Im 2000er Jahr haben wir dann schon 200 herdbuchmäßige Dauernschäcken registriert. Und von 2000 bis 2010 haben wir uns in den 10 Jahren verfünffacht in der Stückzahl. Und seither ist die Entwicklung kontinuierlich aufwärts gegangen. Ein Mann allein konnte das auf die Dauer nie machen. Aber wir haben inzwischen so viel begeistert, die Züchter, die was das weitertragen. Die Entwicklung ist immer noch positiv, aufwärtsstrebend. Wir haben auch viele junge Züchter dabei. Und somit rechnen wir doch, dass der Bestand der Rasse gesichert ist. Wir schauen jedenfalls positiv in die Zukunft. Auf den Bergwiesen und Maden im Gebiet des Nationalparks Hohe Tauern herrscht eine bunte Vielfalt an Gräsern, Kräutern und Blumen. Bis zu 50 verschiedene Arten können es sein, die bei den Ziegen auf der Alm am Speiseplan stehen oder als Winterfutter geerntet werden. Dieser Artenreichtum im Futter wirkt sich positiv auf die Gesundheit der Tiere, auf ihr Wachstum und auf ihre Fruchtbarkeit aus. Genauso wie auf die Qualität der Milch und des Fleisches. Jetzt ein gekörter Jungbuck, der ist ein halbes Jahr alt. Und unser Zuchtverband macht uns, organisiert uns aber die Körungen, die Versteigerungen und die Ausstellungen, dass wir möglichst viel Öffentlichkeitsarbeit machen können. Zweimal im Jahr strömen viele Züchter mit ihren Tieren und zahlreiche interessierte Zuschauer nach Maishofen bei Zell am See. Der Bockmarkt und die Herbstversteigerung werden zu wahrlichen Züchterfesten. Die schönsten Ziegen werden von einer Fachkommission zu Bockmüttern gekürt. Manch stolzer Bock wechselt unter tosendem Applaus seinen Besitzer. Jetzt kommt der Fremdskleid.
Bei den Bewertungen der Tiere durch die Jury ist es wichtig, dass das Tier ruhig geführt werden kann und harmonisch mit dem Züchter geht. So entsteht ein überzeugendes Schaubild. Bewertet werden die Schönheit des Haarkleides und seine Färbung, die Größe und die Form des Tieres, die Stellung des Fußwerkes und der Gang. Bei den weiblichen Tieren sind die Größe und der Sitz des Euters wichtig, während man beim Bock auf die Bemuskelung und die Hörner schaut. Dies ist die ideale Dornschöckenziege von der Färbung her. Vorne hat es eine breite Blässe. Die Hornstellung, ja, so leicht nach außen gedreht. Eine beidseitige, großflächige Schäckung. Das ist braun, schwarz und weiß. Das ist das Renommee der Dornschöckenziege, dass sie meistens dreifärbig ist. Wenn man schaut, beidseitig großflächige Färbung, drehen wir uns die Gas um, hat sie die Seite genauso eine schöne Färbung. Das Alter sollte eher straff aufgehängt sein, dass sie sich im Gelände nicht so leicht verletzt. Und die Kitze sagen gar lieber, wenn die Zitzen nicht zu lang sind und wenn das Auto nicht zu groß ist. Also das ist die schöne Dornschöckenziege. Die Quasten da, oder? Hat die noch zusätzlich, das müssen sie nicht haben. Aber das ist halt noch das Tippteil auf nie und der teure Züchter bei der Versteigerung schaut auf das auch noch. Gell? Jungziegen mit einem erst 7 Monate alten Bock beim zärtlichen Liebesspiel. Nach 5 Monaten freut sich der Züchter über einzigartigen Nachwuchs. Jeder ist glücklich, dass die Geburt wieder ein tolles Kitz gebracht hat, manchmal auch 2 und seltener sind es 3. Bei der Geburt wiegt ein Kitz zwischen 4 und 5 Kilo. Thank you.
Was macht eigentlich die Faszination der Tauernschecke aus? Ist es die Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit, die man mit ihr und ihrem Leben auf den Almen verbindet? Sie lebt in der Herde, ist aber doch kein Herdentier. Sie bleibt auch in der Gefangenschaft des Menschen eigentlich frei, in der ursprünglichen, majestätischen und unbezwingbaren Gebirgslandschaft der Alpen. Die schönsten und exklusivsten Aussichten zu besetzen, Übersicht über die Weite zu gewinnen, das ist ein Privileg der Gebirgsziegen. Ausgehend vom Kerngebiet des Pinzgaus hat sich die Tauernscheckenrasse in den vergangenen Jahrzehnten über Tirol in fast alle Bundesländer Österreichs ausgebreitet. Und selbst in Südtirol oder im sächsischen Zwickau gibt es engagierte Züchter. Der Grübelhof in Taxenbach wurde im 14. Jahrhundert bereits erstmals erwähnt. Dort wirtschaften Margot Rexeisen mit ihrem Lebensgefährten Andi und Mutter Waldhardt. Schon seit 30 Jahren halten die Rexeisens Ziegen, haben schon immer gewusst, dass die Milch ihrer Ziegen etwas besonders Gutes und Wertvolles ist. Halter von Tauernschecken liefern keine Milch an Molkereien, sondern verwenden sie entweder für die Aufzucht, vermarkten sie direkt ab Hof oder nützen sie für den Eigenverbrauch. Als eine der wenigen Züchter melken Waltraud und Margot Rexeisen ihre Tauernschecken ganzjährig und produzieren eine Vielzahl an Käsesorten. Ziegenmilch ist besonders reich an Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen und für Kuhmilchallergiker und bei Laktoseintoleranz als Alternative geeignet. Ein Glas lauwarmer Ziegenmilch vor dem Schlafengehen, das ist ein verlässliches und vor allem natürliches Schlafmittel.
Im Sommer produzieren die Rexeisens ihren Käse direkt auf der Alm. Neben dem beliebten Frischkäse und Gervais, der mit Kräutern oder Gewürzen verfeinert wird, entstehen auch verschiedene Hartkäsesorten. In früheren Zeiten gab es fast auf jeder Alm noch eine Kleinkäserei, in der unter anderem der Original Pinzgauer Käse hergestellt wurde. Er besteht aus Kuhmagermilch und Ziegenvollmilch und wird heute nur noch von ganz wenigen Almbauern produziert. Zuerst wird die Ziegenmilch auf ca. 65 Grad erhitzt, dann wieder abgekühlt und mit einer Säurekultur aus Ziegenjoghurt versetzt. So lässt man die Milch bis zu 45 Minuten säuern. Dann fügt man ein paar Tropfen Lab hinzu. Nach spätestens 60 Minuten bei 32 Grad wird die Milch dick. Der Bruch wird mit einer Spachtel geschnitten und leicht gerührt. Die Molke tritt aus. Mit Tüchern wird abgeseit, dann lässt man den Käse noch eine Stunde ausrinnen und presst ihn danach ca. 24 Stunden lang aus. Der Käse wird leicht gesalzen, dann kann man ihn mit Kräutern, rotem Pfeffer, Paprika oder Knoblauch einreiben. Ein Teil wird zu Laiben verarbeitet, aus dem Rest formt man kleine Kugeln. Diese kann man auch in Öl einlegen und in Gläsern aufbewahren. Wir verlassen nun das Raurisertal, wo uns Waltraud auf ihrer Almhütte in die Geheimnisse der Zubereitung von Ziegenkäse eingeweiht hat. Der Tag neigt sich dem Ende zu und wir sehnen mit Spannung die nächsten Höhepunkte im Ziegenjahr herbei. Bald werden wir dabei sein, wenn die Züchter ihre Tiere vor Einbruch der ersten Schneefälle von der Alm holen. Davor feiern wir aber noch mit der Bevölkerung des kleinen Bergdorfes Eschenau bei Taxenbach im Pinzgau ihr ganz besonderes Erntedankfest. Ob jung oder alt, ob groß oder klein, die ganze Gemeinde macht sich auf, um am traditionellen Fest teilzunehmen. Daran sind auch unsere Tauernscheckenzüchter maßgeblich beteiligt, ob als Schnalzer hoch zu Ross, stolze Trachtenfrauen oder fesche Musikanten. Thank you.
Traditionell gehört zum Erntedankfest im Herbst das gemeinsame Festmahl. Genauso ist zur Osterzeit der Festtagsbraten aus Kitzfleisch ein Höhepunkt. Nicht nur in der bäuerlichen Küche, sondern mittlerweile auch in der Gastronomie bis hin zur Haubenküche. Ich mache jetzt ein Bratl von Dauerschecken Kitz. Das ist der Rücken, das ist der Hals, das sind die Bauchrippen und das ist die Hüfte. Die würze ich jetzt mit Salz, Pfeffer, Knoblauch, den muss ich erst schälen und nachher bestreiche ich es noch mit Senf. So, jetzt nehme ich Salz, gell? Und salz das einmal so richtig schön, aber ganz dezent, nicht zu viel. Und dann Pfeffer. Und dann bestreichen wir noch mit Senf, aber ganz leicht gleich. So. Und dann haben wir Knoblauch schon drauf ein bisschen. Den Rosmarin darf man nicht vergessen. Den schneiden wir auch ganz klein. Dass wieder jetzt Stück Fleisch was erwischt. Das geben wir auch noch drüber überall. Gell? Und ein bisschen einreiben. Und das geben wir jetzt aufs Blech. Und das Blech müssen wir als erstes einstreichen. Und dann mit dem Öl, das ist ganz wichtig. Ja, passt. Jetzt legen wir schön verteilt aufs Blech auf. So, und jetzt werde ich noch in E-Herst einschalten. Also 140. Ober-Unterhitze. So, da. Als nächstes kommen der Stäpfe drauf. Und da heißt es ja so schön, wenn wir den in einen durchschütten, dann darf man heiraten. Okay, ich bin schon verheiratet, jetzt brauche ich es nicht so genau nehmen. Ah, die müssen wir noch vierteln. Ist auch wichtig, weil sonst werden sie nicht durch. Und die braten wir nachher mit dem Fleisch, und dann kriegen sie einen ganz guten Geschmack. So. Und als nächstes kommen die Märchen dran. Die habe ich frisch von Gosten aufgeholt. Die putzen wir ein bisschen zurecht, gell? Und die tun wir halbiert. Die Märchen und die Erstäpfel legen wir jetzt dazwischen rein. Die kriegen einen ganz guten Geschmack vom Fleisch und vom Saft. Die Sauce muss ich sagen. Das wirst du nachher in Allweil. Da habe ich schon Suppen vorbereitet. Die habe ich aus den Knochen von Kitz gemacht. Gell? Und mit der muss ich dann aber schön langsam aufgießen. So, schaut das gut aus. Auch. Jetzt kriegen wir ja schon Hunger. Und ganz am Schluss kommt jetzt noch ein Äpfel dazu. Den schön wir auch noch. Und da müssen wir aber das Kerngehäuse raus tun, weil das ist ja nicht so gut. So. Jetzt war es eigentlich alles fertig. Jetzt bringen wir es ins Radar. Der ist jetzt eine gute 1,5 Stunde ist das rein. Einmal schön langsam Zupfen aufgießen. Und nachher die letzte halbe Stunde schöpft man dann auf 175, 180 Grad. Dann wirst du ein bisschen resch und nachher kann man essen. Und jetzt riecht es ja schon gut. Jetzt tun wir es ins Rohr ein. Schon frühmorgens haben sich der Toni, der Bert und der Adalbert mit vielen fleißigen Helfern aufgemacht auf die Hochkaseralm, um nach ihren Herden Ausschau zu halten. Heute
werden die Tauernschecken von der Alm heimgeholt. Der Herbst, so schön er hier auch ist, der geht zu Ende. Das Futter wird knapp, die Hütten sperren zu. Es kann jetzt jederzeit einen Wintereinbruch geben und außerdem steht die Herbstversteigerung an, bei der doch einige der stolzen Tiere ihren Besitzer wechseln sollen. Jetzt ist Almabtrieb und jetzt ist die Situation so, dass wir nach Hause fahren und in den eigenen Stall fahren. Ich bin an sich ein Oberösterreicher, eigentlich hier jetzt nur Gast, zum ersten Mal in diesem Sommer. Und es ist ein bisschen mein neues Lebensziel gewesen, das habe ich vor kurzem im Buch Mythos Tauernschecken eigentlich mal skizziert. Und das ist möglich gewesen, weil die Almbauern mir das ermöglicht haben. Der letzte Tag auf der Alm wird aber auch ein Feiertag für die Tiere und Menschen sein. Die Leitgeißen werden geschmückt, das Glockengeläut schallt durch die schon ruhige Bergwelt. Die letzte zünftige Jause ist vorbereitet, Musikanten und Schnalzer treffen sich und so manches melancholische Lied vom Abschied nehmen wird erklingen. Wir haben da so viele steile Flächen, so gewaltige Steilstufen, die was man aber offen halten will. Weil wenn der Wald bis ins Tal wächst, Fichten und Erlen bis ins Tal wachsen, hat das Tal, hat das Tal keine Ausstrahlung mehr und hat der Ort kein Gesicht. Also will man die Hänge doch frei halten. Und das ist die Chance der kleinen Wiederkäuer, speziell der Tauernschecken-Ziege, weil man es noch offen halten kann, bewirtschaften kann, dass man einen großen Einsatz an Maschinen oder sonstiger Mühe hat. Und man sieht, oder, wenn man das nur lassen würde, überall kommen schon die Stauden hervor. Und die Ziege hält das nieder und wird das, solange man will, das frei halten. Die Tauernschecken-Ziege kann da in dem herrlichen Almgebiet ihren sozialen Charakter voll ausleben. Sie sind von Natur aus sehr neugierige, sehr intelligente Tiere, die gern in kleinen Gruppen leben, die aber auch wieder ein Herdentier haben, also das führt. Und rundum, sie haben einfach alles, was ihnen gut tut. Und es gibt für die Ziege sicher nichts Schöneres, als wir auf der Alm zu sein.
Sie haben da ein ausreichendes Futterangebot, eine Vielfalt an verschiedenen Pflanzen und Nahrungsmitteln, sind sehr wählerisch in ihrer Futteraufnahme. Sie fressen sehr gern Blätter, Knospen, Zweige, auch sehr gern junges, kräuterreiches Gras. Und das können sie einfach da auf der Alm wirklich nach Herzenslust machen. Sie suchen sich das, sie sind nicht eingeengt, sie sind auf der freien Weide, sie haben Schutz, wenn die Witterung nicht so gut ist. Und ich glaube, sie fühlen sich da einfach wirklich sehr, sehr wohl. Thank you.
von einem anderen Stern. Es ist das unglaublich Individuelle der Tauernschecke. Jede ist ein Unikat. Keine ist mit der anderen vergleichbar. Und da können noch Tausende gezüchtet werden. Jeder Züchter erkennt seine schönste, jeder hat seine eigene Idealvorstellung der perfekten Tauernschecke. Der Siegeszug der Tauernschecken bleibt nicht stehen. Die Sucht, die schönste Ziegenrasse der Welt zu züchten, ist allgegenwärtig. Der Mythos Tauernschecken wird gepflegt, behütet und vor allem auch gelebt. Es schaut gut aus um die endgültige Rettung der geheimnisvollen Ziegenrasse aus den Hohen Tauern. Im Frühjahr, wenn es die Zeit kommt, dann freuen sich die Ziegenhalter und auch die Ziegen schon immer sehr, wenn es Richtung Alm geht. Sie wissen, es wartet da oben ein kleines Paradies auf sie. Das entspricht ganz ihren Bedürfnissen. Die beste Haltung überhaupt, die man Tauernschecken-Ziegen angedeihen lassen kann. Wir besuchen sie auch oft auf der Alm, die Gassen, und freuen uns dann immer wieder. Man sieht schon an ihrer Bewegung, an ihrer Körperstellung und vor allem in der Form, wie sie meckern, dass sie sich rundum wohlfühlen, als würden sie sagen, danke, dass wir da herum sein dürfen.